Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode, ein neuer Durchgang. Ja, es muss sein, Leute. Die Menschen schreien und sagen, Kai ist mehr Roundguard. Du machst alles falsch, du bist ein doof Mann und alle hassen dich. Und deswegen musst du es nochmal spielen, weil wir es nochmal sehen wollen. So, wir wollen Relikte. Aber ich überlege, ich meine, das ist eh gemeistert. Aber Gold ist jetzt eh nicht so wichtig. Dann haben wir mehr Tränke. Mehr Gegner in jedem Raum. Ich glaube, ich mache das Ding erstmal aus. Leute, damit wir den Durchgang schaffen. Oder schaffen können. Weil doppelter Statuseffekt, das ist einfach echt Mörder, ne? Wenn du Mana-Brand kriegst oder irgendeinen anderen Kram. Oder Gift, 20 Gift zieht dir einfach dann 40 Gift ab. Und ihr habt gesehen, wie schnell man mal eben 20 Gift zusammenbekommt, so, ne? Deswegen mastern wir jetzt noch das andere Ding. Weniger Gold, aber mehr Kram. So, oh, jetzt habe ich aus Versehen zweimal gemacht. Irgendwer hat geschrieben, du geierst so hart auf Gold. Das stimmt gar nicht. Ja, Gold ist nun mal einfach wichtig. Das hat nichts mit Geiern zu tun. Das hat damit zu tun, dass es wichtig ist. Och, Mann, oh. Ich will da oben rein. Na komm, jetzt mach die Oma platt hier da. Die Riesen. Kampf auf den Riesen. Riesenkampf. Ja, jetzt rein in die Luke. Sehr schön. Und kabum. Jetzt von hier oben. Okay, wie viel Mana Energy habe ich noch? Na komm, dann hole ich mit denen jetzt auch noch hier. Ey, der Daus. Jetzt geht's aber rund hier. Und? Ja, guck mal, was für eine schöne Landung, oder? Ich habe halt nur mal einen Goldmalus und den muss ich ausgleichen, indem ich skillige Moves mache. Ja, bam! So, siehst du. Oh, der ist wütend. Egal, hier, in dein Gesicht. Dann fangen wir erstmal ganz locker an. So sieht das nämlich aus. Will ich jetzt schon einen neuen Spell haben? Ja, wollen wir, oder? Das Schicksal entscheidet, nicht wir. Wobei man bei dem Gauner auch, also bei dem Dieb hier, bei der Diebin, ja, ausrüsten, ne? Klar, wir haben Platz. Da kann man halt noch relativ gut... Oh, Mist. Ich wollte eigentlich, naja, egal was. Ich wollte Dinge machen, die aber nicht... Hier hätte ich mir eine geile Waffe holen können. Egal, drauf geschurzt. So, die Schorflecker. Was ist die beste Gang? Okay. Also wenn ihr euch... Die scharfen Picken, finde ich eigentlich, ist viel krasser als die Schorflecker. Wie viele Schorflecker sind das etwa? Ja, ich wollte nur sicher gehen, dass ich mich auch jedem von euch ergebe. Okay. 12 Kobolde besiegen, kriegen wir hin. Die Schorfleckerbande, Leute. Die sind ja mies. Ein bisschen Mana geholt. Und den Opa verkohlt. Na komm. Wenigstens einen hier mal down machen. Hoppala. Okay, weiß ich nicht, ob das jetzt gut war oder nicht. Was kostet eigentlich hier ein so ein Zehner oder was? Mann, kaputt! Hier und den auch noch. Bam! So. Ich habe noch 10 Mana. Guck mal, jetzt mach ich so. Bam! Und dann so. Und dann komme ich zurück. Und dann kabam in sein Gesicht. Und dann hole ich mir eine Waffe. Ja, also wenn das nicht mal der Golden Supershot war. So, Angriff plus 11 plus 3 Angriff für jeden in dieser Runde zerstörten Goldtopf. Auf jeden rüste ich das aus. My boy. So. Oh, ne.
Da fliegt er in die Bossgrube. Da fliegt er in die Bossgrube. Wer bist du? Ja, der Rattenmann. Hat dieser verräterische kleine Gauderfresser dich geschickt? Seine Rebellion ist im Untergang geweiht und das wissen alle. Alle wissen es. Okay, jetzt wieder Goldgeiern. Weil es geht nicht ohne Goldgeiern. So ist es nun mal. Okay, warte, jetzt habe ich aber Schwächungen. Das ist eigentlich nicht so geil. Oh, kein Mana mehr gehabt. Aua. Okay. Guck mal, ich schieße mich mal da rein. Kriege ich hier was von meinem leckeren Juice. Da ist noch mehr Juice. Bam, bam, Doppelkill. So sieht's aus. Chock. Oh, oh, oh. Ja, ja. Ah, oh, Mist, doch nicht. Ich dachte, ich pack's noch. Naja, egal, wir haben den Boss schon mal besiegt. So, und jetzt Topf weg. Ah, oh, Mist. Nein, nein. Au. Oh. Das hat wehgetan. Aber Gold, Freunde, Gold. Ja? Nein, ja, vielleicht. Ja, ist gut oder nicht? Nee. Autsch. Egal. Wir holen uns die Moneten und wir holen uns das hier. Und oh, schön. Und? Plöpp. Der Goldboost wäre noch nicht schlecht gewesen. Naja. Dann da drauf und hoffentlich auf den da. Nee, doch nicht. Und jetzt aber, komm. In sein Gesicht. Ja, schöner Treffer. Und ab in den Goldsumpf. So, plus 20 Angriff gegen den... Okay. Dann nehme ich mal das Getränk hier noch mit. Und... lande hier im Lolli-Raum. Ja. Alle Kinder wollen in den Lolli-Raum. Denn Lolli-Räume sind was für coole Menschen. Okay. Dann erstmal hier Kabam. Warum sind die auf einmal alle wütend dort? Wegen der Trommel? Ich meine, ist doch nur eine Trommel. Ey! Mann, ich habe rausgeklickt. Warum war ich mit der Maus draußen? Verdammte Tat. Kabam. So, einmal hier rüber. Ist mir egal, ob ihr wütend seid. Oh, doch, vielleicht doch nicht. Werden die dann doppelt so wütend plötzlich, oder... wie kann ich das verstehen? So, ich lasse ihn mal fliegen. Wer weiß, was hier noch passiert. Ich brauche definitiv irgendwas mit Lebensenergie gleich. Das ist schon mal schön. So, schauen wir mal, was hier passiert. Guck mal, jetzt schieße ich mich mal hier in die Lücke. Oh. Ömsken getroffen. Oh. Naja. Vielleicht treffe ich ja noch irgendwas Cooles. Ah, nein. Aber da ist noch ein Haufen Lebensenergie. Was ich persönlich sehr, sehr angenehm finde. Okay, okay, so sieht's aus. Jetzt machen wir erstmal den Riesenplatt hier. Oh, mal Riesenkopf. Oh. Warum hole ich mir jetzt noch diesen Mana-Brand eigentlich?
Habe ich es irgendwie mit Absicht getan? Wer weiß das schon? Warum bin ich jetzt auch noch vergiftet? Oh Gott, okay, jetzt wird's knapp. Jetzt wird's doch nochmal knapp hier. Scheiße! Wie soll ich denn da treffen? Oh. Okay. Okay, Dolch. Macht deinen zufälligen Gegner verwundbar, wenn ein anderer stirbt? Ja. So, HP geholt und wenn ich jetzt Glück habe, fliege ich wenigstens in irgendein Loch, was... Oh Gott, ich habe nicht geguckt und das war blöd, aber... Spinnenraum. Vielleicht können wir da erstmal HP sammeln. HP wäre sehr angenehm. Oh ja, HP ist da. Oh, HP ist vergiftet. Was? Alter. Also, ey. Voll gemein. So, Stufe aufgestiegen. Oh, guck mal. Was ein Abpraller. Was ein Praller. Ha. Richtig gut Gold gefarmt und einen neuen Anzug. Ja. Ja. Auf jeden Fall will ich das ausrüsten. Und dann hole ich mir da unten noch bisschen extra HP. HP for maximum love. Yay! Spektakel! Ein Spektakel! Und jetzt das Rad der Wunder! Rad der Wunder! Rad der Wunder! Rad der Wunder! Okay, so viel Flair, so viel Elan! Blaues Feld! Blaues Feld! Blaues Feld! Blaues Feld! Nein, das wird kein blaues Feld. Alle gefundenen Waffen, Rüstungen oder Fertigkeiten sind selten oder besser. Okay, gut. Kleiner Glücksbringer ist eigentlich ganz geil, oder? Für den Rest der Runde ist Glück doch immer schön. Jetzt muss ich nur mal zusehen, dass ich langsam aber sicher einen Raum nutze, um meine Energie wieder aufzufüllen. Und ich habe noch mega viel Gift im Sackel, deswegen würde ich sagen... Ernsthaft jetzt? Ernsthaft, Kreis? Wirklich? Das ist dein Bonusraum? Du bist immer wütend und verwundbar. Nee, das will ich nicht. Oh Mann. Na komm, was soll's. Wenn es hier noch was zu holen gibt. Oh nein, und dann noch ein Bosszimmer. Okay, es ist... Oh Gott, das war... Also, schlechter hätte ich die Ressource Bonusraum nicht nutzen können. Du hast mich doch eben singen gehört, oder? Weißt du was? Ich bin froh, dass du es gehört hast. Es ist mir egal, was die anderen denken. Es ist mir egal, lalal. Okay, jetzt sind aber alle verwundbar deswegen, oder was? Wieso nehme ich diesen Bossraum eigentlich in Kauf? Okay, jetzt habe ich gar kein Gold gegeiert. Schade eigentlich.
Goldgeiern ist eigentlich mega wichtig. Alle, die sagen, das wäre nicht wichtig, die wissen gar nicht, was wichtig ist. Das sind Lüger. Ja, komm. Oh nein. Na egal. Kabam. So. Ich... Oh nein. Nicht, lass dich nicht von dem treffen. Oh, Kacke. Orks sind bei jeder ersten Runde in jedem Raum immer verwundbar. Okay. Dann versuche ich jetzt da mal noch einen kleinen HP-Sack mitzunehmen. Oh oh, ey. Der große Böse kommt noch am Ende, Leute. Jetzt kommen wir endlich mal in einen Spinnenraum. Okay, zerstöre jeden Goldtopf im nächsten Raum. Na toll. Du hast Mana, ey. Habt ihr es gesehen? Die hat mich ganz fies noch zurückgelasert. Oh nein! Oh, ich Idiot. Oh. Irgendwas stimmt nicht mit dem alten Mann. Au. Ich habe immer noch 18 Gift. Oh nein! Ach. Ach, Leute. Okay, was ist das für ein krasser Zauber? Doppelsprung. Springen los, das ist ein Doppelsprung. Ausrüsten. Doppelsprung Level 3 ist dabei. 1, 2. So, blub. Dann holen wir uns hier noch ein bisschen Mana. Nö, ich habe nicht alle Goldtöpfe geschafft. Quest fehlgeschlagen. Tja, schade. Diese Runde plus 2 Angriff, wenn eine Spinne besiegt wurde. Okay. Naja. Oh, danach kommt nochmal ein Lolli-Raum und dann geht's los, ne? Also, wir haben nicht so viel. Wir brauchen mehr Energy. Goldgeier! Boah, 1000 Gold. Ich hab da einen Pfeil reingeschossen in den Typen. Maximum Ripolo. Aua, Mana Brand. Autsch. Oder? Okay, guck mal, wenn Goldgeiern möglich ist, sollte man das tun. Guck mal, Mana ist auch wieder ein bisschen da. Was kann eigentlich heute noch schief gehen? Stufenaufstieg ist immer gut und oh, da gibt es eine Rüstung. Eine wilde Rüstung für wilde Männer in wilden Zeiten. Plus 2 Mana, wenn Gegner verletzt, plus 4 beim Einsatz einer Fertigkeit ausrüsten. Gefällt mir gerade mega gut. Kriege ich da unten den? Ne, wahrscheinlich nicht. Naja, 2 Mana Brand ist jetzt noch kein Drama. Jetzt geht es nämlich ab in den Lolli-Raum. Und dann kommt der bausige Bausenstein.
Aber ihr seht, mit doppelten Statuseffekten hätte ich das schon längst mal dreimal wieder nicht geschafft hier. Wo bin ich? Stirb! Okay, das war ordentlich. Ich will da rein und den da. Kein Mana mehr. Das ist eine Frechheit. Das ist ein Systemfehler. Oh Gott, okay. Ja, ja, ja. Mana, Mana. Oh. Toll. Gut gemacht, Schleim. So, dann smash ich dem jetzt erstmal hier auf den Schädel. Alter! Okay, das war nicht so gut. Jetzt aber nochmal. Smash. Und dann... Ich brauche Mana. Ich erleide sonst starke Schmerzen die ganze Zeit über... Oh oh. Ich dachte, ich kann mir hier noch HP holen irgendwie oder so, aber nix da. Guck mal, er winkt sogar noch, der Lümmel. Eine Wolke. Volles Mana zu Beginn jedes Raums. Ich rüste das aus. Ich wette, wenn man weiß, wie man das ordentlich benutzt, ist es richtig gut. Okay, Bausi Baus versuchen wir jetzt aber noch. Komm, Etage 1 kriegen wir hin. Er hat neue Seeren, die er uns rein jantennern will. Was haben die jetzt alle? Die werden schon mal maximized. Schwach, schwach, die sind geschützt, die sind verwundbar. Ich habe Regeneration bekommen. Okay. Okay, dann fliegen wir mal hier rüber und überlassen jetzt erstmal dem Schicksal, was passiert. Bin ich nur an diesem einen Feind jetzt vorbeigekommen, oder wie? Wovor seid ihr geschützt? Oh. Oh Mann! Ich wollte da richtig schön durchsmashen. Okay, aber die sind jetzt alle geschwächt hier. Heißt, ich muss da mal rein. Na, es geht doch noch, es geht doch noch, Leute. Schwach, die sind alle hier verwundbar. Jetzt gehen wir mal hier hin, dann hole ich mir Energie. Haha, und jetzt hier rüber. Bautz, in sein Gesicht. Mehr Mana für die Boys und die Girls in der Stadt. Bam, krieg das nochmal. Und bam. Einmal geht noch, aber erst ruhig mit denen hier. Oh, zumindest ein bisschen davon. Ja, guck mal, easy. Der ist geschützt, das bringt ihm aber nichts. Pam. Goldgeiern. Wow, nice. Und noch HP geholt. Und sichere Landung im Hafen. So, ich würde sagen, was hat der hier? Ach, der ist geschwächt. Ja, dann hole ich mir gleich hier... Ein Gratis-Dude, du brauchst Mana, okay. Okay, okay, wenn du sagst, ich brauche das.
So, aber ich räume hier den Raum auf noch, oder? Guck mal, jetzt haben wir... Jetzt gibt er mir auch noch Regeneration, also... Was soll mir noch passieren? Ich räume den komplett leer, den Raum. Einfach aus Prinzip. Danke, jetzt kriege ich noch geschützt. Peng! Max Mana und Angriff und... Wow. 20 TP zu Beginn jedes Raums. Okay. Einfach mal so. Ist ja mega gut, Freunde. Okay, wir flutschen rein in Akt 2. Sehr gut. Freunde, ich bedanke mich an dieser Stelle, wie immer, recht herzlich fürs Zusehen. Ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen und erfolgreichen Tag und lasst euch nicht im Verlies einsperren. Bleibt gesund. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Macht's gut. Bis dahin, reingehauen. Auf Wiedersehen und ciao.